Jo, Leute. Ja, ihr kennt doch sicher alle, da ihr jetzt vielleicht meinen Kanal entdeckt habt, Nintendo, da mein Kanal ja mit Nintendo-Spielen eigentlich ja viel Content hatte. Und ich habe natürlich auch als Kind Nintendo-Spiele gespielt. Und damals hatte ich auch einen Nintendo DS. Und ich hatte natürlich auch einen Nintendo 3DS, weil es ist cooler als ein Nintendo DS. Aber ja, oh. Einfach ein Kill, ne? Und mir ist einfach aufgefallen, dass ich glaube, mein Nintendo DS funktioniert einfach besser im Moment als mein Nintendo 3DS. Weil der ist ein bisschen am Rumlegen. Oh, was habe ich gemacht? Nintendo 3DS ist ziemlich, also eine Zeit lang konnte ich ihn einfach nicht laden. Vielleicht liegt das auch am Kabel, aber das Ding ist, dass irgendwie zwei Kabel davon kaputt gegangen sind, von meinem Nintendo 3DS. Und von meinem Nintendo DS habe ich auch immer noch das gleiche Ladekabel. Also wäre hier auch einfach, dass die Ladekabel schlechter geworden sind. Das glaube ich eigentlich nicht zwingend. Also ja, ich glaube einfach, dass sie es, wie sozusagen ein Ablaufdatum drauf machen auf ihre Produkte leider. Was bei den Nintendo DS damals nicht der Fall war. Da musste man sich ja noch damit beweisen, dass es nicht kaputt geht. Die Switch ist zwar jetzt, ich würde sagen, stabil. Ich glaube, stabiler als der Nintendo 3DS. Aber ich weiß nicht. Oder vielleicht war das einfach, weil ich so viel geraged habe, als ich Nintendo 3DS Spiele gespielt habe. Obwohl es da gar nichts wirklich gab. Ah, doch. Ja, Yo-Kai Watch. Maybe. Naja, aber auf jeden Fall, beide Geräte funktionieren noch. Und weil ich einmal kurzzeitig dachte, dass mein Nintendo 3DS kaputt ist, habe ich jetzt sogar einen zweiten Nintendo 3DS. Der ist aber leider auf das Land Japan eingestellt. Und ich kann meine europäischen Spiele nicht immer spielen, also nicht alle. Ich müsste das ändern. Aber ich habe noch keine Micro-SD-Card in meinem Nintendo 3DS. Die müsste ich mir auch noch kaufen. Aber dann könnte ich das machen. Aber ja, dazu bin ich noch gekommen. Aber ab und zu mal spiele ich sogar noch einfach Gameboy-Spiele darauf. Auf diesem Nintendo. Weil es funktioniert ja noch. Einwandfrei. Oh, was ist denn passiert? Aber ich muss sagen, eine Wii U, die hält auch wirklich sehr lange. Ich weiß nicht, die PlayStation 3 ist ja, glaube ich, etwas älter. Ja, doch, da hatte ich noch eine Wii. Aber meine PlayStation 3 zum Beispiel ist jetzt mittlerweile nicht mehr so in besser Form. Aber meine Wii U, perfekt, ne? Kann ich mich nicht beschweren. Aber ja, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nie allzu viele Konsolen besessen. Und eigentlich auf alle gut Acht gegeben immer, dass sie nicht kaputt gehen. Die meisten habe ich auch immer noch. Und das kann ich euch auch immer raten. Und ich bin auch kein Mensch, der so Konsolen verkauft, um sich die neue zu kaufen. Ich behalte immer die alten auch wirklich gerne. Einfach ja, wegen den Erinnerungen. Und vor allem, wenn es so ist, dass man dann keine Spiele mehr zocken kann von der alten Konsole. Also wie es bei der Switch und der Wii U der Fall wäre, hätte ich wirklich keinen Bock mehr. Alle meine Wii-Spiele wären ja dann auch nutzlos. Oh. Krieg ich ihn? Ich krieg ihn. Nein, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wie hat er mich noch bekommen? Oh, meine Teammates haben ihn nicht bekommen. Oh, schade. Ja gut, das war's dann mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!